Minus 6 Grad, Freund. Schau dir das Video mal an. Hey, ich muss zugeben, das Ganze habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Ich hol's doch nicht raus. Einen wunderschönen guten Morgen, Freunde, und herzlich willkommen aus Schweden. Ja, wir sind gerade aufgestanden, minus 6 Grad, Freunde. Ihr seht, wie ich angezogen bin, es ist mega frisch draußen. Aber die Sonne scheint, der Himmel ist einfach nur blau und das Wetter heute wird wieder richtig gut. Ja, der Plan ist es für uns, heute weiterzufahren. Wir waren jetzt 3 Nächte lang hier an diesem wunderschönen Platz am Vätternsee, dem zweitgrößten See in Schweden, gestanden. Und heute soll es für uns weitergehen auf die andere Seite des Vätternsees. Ja, der See ist ja 135 Kilometer lang, also wird es ein ganzes Stück zu fahren. Auf dem Weg dahin gibt es noch ein Kloster, das zweitälteste Kloster hier in Schweden, was 1100 nach Christus erbaut wurde. Die Ruine wollen wir uns noch anschauen und wir müssen auf jeden Fall einkaufen. Wir waren nämlich noch gar nicht einkaufen, seitdem wir hier in Schweden sind. Da sind wir auch schon gespannt, wie die Preise werden. Ja, ich würde sagen, let's go! So, kurzer Stopp am Kloster, Freunde. Man sieht hier schon den Umriss vom Kloster. Das Kloster wurde ja im 12. Jahrhundert gebaut, ist also schon 900 Jahre alt, ja, und wurde dann im 16. Jahrhundert von den Dänen zerbombt und diente seitdem einfach nur als Steinbruch und ist jetzt einfach hier eine Touristenattraktion. Und ich würde sagen, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Den Stock das hatte. Ja, also viel vom Kloster ist nicht mehr übrig geblieben. Leute, schaut euch das mal an. Hier, wir haben noch diese Grundrisse und die Mauern. Und ja, da steht irgendwie noch so ein Thron. Schaut ein bisschen gruselig aus, oder? Ja, Freunde, gar nicht mal so groß hier. Eigentlich habe ich es mir ein bisschen spektakulärer vorgestellt. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir jetzt Winter haben. Im Sommer ist nämlich hier so ein richtig schöner Garten aufgebaut. Hat man auf den Bildern gesehen. Ja, der ist natürlich jetzt leider nicht da. Wir fahren jetzt weiter zum Einkaufen. Ja, wir haben es geschafft, Freunde. Unser erster Einkauf hier in Schweden ist erledigt. Und was man dazu sagen muss, es ist definitiv teurer als in Deutschland. Ja, vor allem beim Gemüse und bei den Getränken hat man es gemerkt. Hier ein paar Beispiele. Ein Eisbergsalat hat zum Beispiel 1,40 Euro gekostet oder eine Gurke hat 2,70 Euro gekostet. Ja. Eine Flasche Wasser hat im Durchschnitt 1 Euro gekostet, was auch schon mega teuer war. Und wir haben für den ganzen Einkaufswagen, also der war nicht voll, aber für alles, was wir drin hatten, 77 Euro bezahlt. Schon ziemlich viel. Jetzt geht's aber weiter. Wir fahren jetzt an die Westseite des Vätternsees. Die letzten Tage haben wir ja auf der Ostseite verbracht und schauen, was wir dort so entdecken können. All the years that I've wasted.
Ja, Freunde, wir sind an unserem nächsten Stellplatz angekommen. Es ist wirklich unfassbar schön hier, ja. Dieses Mal dachte ich wirklich, wir könnten stecken bleiben. Die letzten 10 Minuten sind wir einfach nur durch den Wald gefahren. Der Boden war noch gefroren, es gab mega die Matschlöcher. Eigentlich habe ich mich schon darauf eingestellt, stecken zu bleiben diesmal. Aber wir haben es gut hierher geschafft und die Aussicht ist einfach nur der Wahnsinn, Freunde. Dieser Platz hier ist mal wieder, der toppt einfach alles. Ich würde sagen, ich zeige euch einfach mal, wie es hier ausschaut. About to leave, already packing. Come with me, I'm not really asking. We'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action. What we can be, life with no distractions. We'll get away. This is what we waited for. Take my hand, we'll make it somehow. We can't miss out. I'm done living life with the lights out. Die with my own doubts. Be free with me. On the freeway, Bonnie and Clyde, a classic cliche. We're on the run, this is what we waited for. Ja, Wahnsinn, wie schön es hier ist, oder Leute? Ihr habt auf den Aufnahmen gesehen, das Wasser ist ja kristallklar. Und da hinten mit diesen Inseln, da fühlt man sich so ein bisschen wie in der Karibik. Außer, dass es natürlich mit der Temperatur ein bisschen verfehlt hat. Aber ja, wunderschön ist es hier. Und ich habe mir gedacht, da hinten an den Schilfkanten probiere ich jetzt mal zu angeln. Vielleicht kann ich da ein Hecht ziehen. Ja, mal schauen, ob es klappt. Ja, meine Theorie ist es jetzt, hier die Schilfkanten abzufischen ein bisschen. Dadurch, dass wir hier ja so eine kleine Bucht haben, habe ich mir gedacht, vielleicht hat sich das Wasser hier erwärmt. Die Hechte könnten hier vielleicht auf die kleinen Fische lauern. Mal schauen, ob das Ganze jetzt auch klappt. Okay, das war jetzt mal ein super Start. Erster Wurf direkt abgerissen. Hier ist es nämlich ziemlich flach. Und ich habe zu lange mit euch geredet, dadurch hat sich mein Blinker in den Stein verfangen, ja, und abgerissen. Ich werde jetzt mal einen Wobbler dran machen. Der Vorteil davon ist, dass der auf der Oberfläche schwimmt und nicht abreißen kann. Ja, schlimmer kann es ja nicht mehr werden. Versuch Nummer 2.
Hey, ich muss zugeben, das Ganze habe ich mir ein bisschen anders vorgestellt. Der Wobbler ist jetzt wieder in den Stein drin. Allerdings kostet dieser eine Wobbler 25 Euro. Deswegen werde ich jetzt ins Wasser gehen und versuchen, den rauszuholen. Die Außentemperatur beträgt gerade 1 Grad, die Wassertemperatur beträgt 2 Grad. Es wird arschkalt, aber ich hole das Ding jetzt raus. Ich hol's doch nicht raus. Das Wasser ist einfach nur unfassbar kalt, kann ich euch sagen. Ich habe jetzt aber doch noch einen Plan B, wie wir vielleicht den Wobbler doch noch bekommen können. Ja, ich habe vom Surf meinen Neoprenanzug und meine Neoprenboots dabei. Die ziehe ich jetzt an und damit sollte es hoffentlich funktionieren. Wünscht mir Glück, Freunde. Okay, Mission Wobblerrettung erfolgreich, Mission Hecht an der Schilfkante fangen, komplett versagt. Ja, und nachdem ich im Wasser war, ging es dann erstmal in den Bus. Die Jessie hat uns was Leckeres zu essen gemacht. Es gab eine Gemüsepfanne mit Reis und als Nachtisch gab es dann auch noch Crepes mit Nutella und Banane. Ein richtiges Festmahl auf jeden Fall. Und ja, jetzt geht die Sonne auch schon wieder unter, der Tag neigt sich dem Ende und wir gehen jetzt noch mal eine Runde hier spazieren. Und ich würde sagen, ich zeige euch einfach noch mal ein paar schöne Naturaufnahmen hier von der Westseite dieses Sees. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao.